Lieben, ich bin Mama Yu. Heute ist der internationale Kindertag. Genau, in China wird dieser Tag wirklich gefeiert. Und heute gehen wir in die Natur, um eine sehr interessante Aufgabe zu erledigen. Wir suchen dann zuerst Pflanzen und sie auf den Stoff oder Taschen zu drücken. Der Wind ist ein bisschen groß. Ja, jetzt beginnen wir Lieblingsblätter und Lieblingsblumen zu suchen. Los geht's! Schaut mal, wie viele schöne Blätter und Blumen wir gefunden haben. So viele. Zuerst legen wir die ausgewählten Blätter auf, dann werden sie mit einem Klebestreifen auf dem Stoff befestigt. Jetzt beginnen wir, sie mit einem Hammer aufzudrücken. Man muss vorsichtig und gleichmäßig schlagen. Jedes Blatt muss 1 bis 2 Minuten aufgedrückt werden, also Geduld. Fertig, jetzt die Klebestreifen vorsichtig entfernen. Wow, die Farben sind deutlich auf die Taschen gedrückt worden. Oh, der erste Versuch und schon ein Erfolg. Wir haben so einen schönen Taschen mit natürlichen Farben und Elementen geschaffen heute. Die Natur wird auf diesen ökologischen Taschen für immer erhalten. So, das ist so cool. Und tatsächlich ist diese Pflanzenabdrücke ein immaterielles Kulturerbe und eine traditionelle Technik in China. Diese haben wir uns heute auch kennengelernt und natürlich einen schönen Tag, schönen Feiertag verbracht. Ja, und möchten Sie das auch mal zu Hause ausprobieren? Nicht so schwierig und leicht nachzumachen. Ich freue mich auf Ihr ein Gefällt mir und natürlich Ihre Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.